Jetzt hake ich natürlich noch mal ein bisschen nach, weil es ja ganz spannend. Wie hast du es denn überhaupt geschafft, so einen emotionalen Content zu machen? Also Storytelling ist ja so ein bisschen die Überschrift, das ist so sein 17er Schlüssel dazu. Und tja, das Konzept ist aufgegangen. Gab es da irgendeine Herausforderung, wo du gesagt hast, boah, das war jetzt für mich neu oder das war die Herausforderung bei dem Projekt? Kann man das so sagen? Ja, das Projekt war natürlich ganz spannend, als der Andreas Heller uns kontaktiert hat und gesagt hat, Mensch, wir brauchen da mal eure Unterstützung, würden das ganz gerne mal digitalisieren, dieses Event. War natürlich die Herausforderung, okay, was soll da passieren? Du kannst natürlich immer irgendwo hingehen, dir eine technische Lösung suchen und sagen, jetzt schalte ich meine Webcam ein, setze mich davor und tue eine Maschine davor und sag, guck mal, hier ist ein roter Knopf, musst du drehen. Ist natürlich langweilig auf Dauer. Und wichtig ist ja vor allem, die Leute mitzunehmen, die Leute zu bewegen, am Event teilzunehmen, zu bewegen, am Ende vielleicht auch zu kaufen, sich mit der Marke zu identifizieren. Und da musst du dich erstmal in die Köpfe derjenigen versetzen, die am anderen Ende des Bildschirms sitzen. Und da kommst du dann schnell auf die emotionale Ebene, wo du sagst, es geht nicht um die Produkte, ja, es geht um die Emotionen, die verkauft werden. Und ob man diese Emotion letztendlich analog oder digital transportiert, spielt erstmal eine nachgeordnete Rolle. Denn ich sage immer so schön, Kunden denken nicht in analog oder digital, Kunden denken nur in Erlebnissen. Also war die Herausforderung für uns zu sagen, wie schaffen wir für die Teilnehmer, für die Kunden von Bernina ein wirklich exzellentes Erlebnis, dass sie Spaß haben einzuschalten, Spaß haben dran zu bleiben und sich auch so einzubringen durch Interaktion. Ja, es hatte ja der Content, der war ja wirklich teilweise witzig, emotional, also sage ich jetzt, wenn nicht flapsig, ist Quatsch, aber sehr humorvoll anmoderiert und dann wurde es ja nachher sehr technisch. Das heißt also, du hast da ein Format konzeptioniert, was ja auch sehr unterhaltsam ist. Also es ist jetzt nicht nur auf Technik, 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 sondern es gab ja auch viele spaßige Momente drumherum, die das Ganze so zu einem Erlebnis gemacht haben. Und es hat ja auch, was die Zuschauer ja auch sagen, wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Schauen, ne? Das ist also wirklich sehr gut gelungen. Jetzt hast du ja auch ein Team zusammengestellt und hast ja auch die richtigen Leute zusammengebracht. Wo hast du da den Fokus drauf gelegt bei dieser ganzen Produktion? Kannst du dazu kurz was sagen? Ja klar. Also zum einen nochmal, wichtig war dieses Unterhaltungspaket, etwas anders zu machen. Also die Teilnehmer haben ja gewisse Erwartungshaltung gehabt und da haben wir versucht natürlich, die zu übertreffen. Und zwar ein bisschen anders zu machen, und zwar positiv anders, angenehm anders aufzufallen. Und dafür brauchst du natürlich A, die Leute, die die kreativen Ideen haben. Da bin ich dann beim Team Kopf schlägt Technik. Ja, das heißt, wir haben da wirklich ein Brainstorming gemacht. Ich habe mir da kreative Leute rausgesucht, auch mit dem Rolf, die wirklich alles auf den Tisch geschmissen haben. Es gab keine Tabus. Wir haben über alle Dinge nachgedacht, was kann man dort tun. So, und dann hast du irgendwann mal dein Konzept, was du machen möchtest. Und dann stößt du ja an deine Grenzen und musst entscheiden, wie kannst du das denn technisch umsetzen? Also was ist technisch umsetzbar? In welcher Form ist das technisch umsetzbar? Dass das, was du kreierst als Story, als Geschichte, als Emotion, dass das auch möglichst super gut an die Leute rantransportiert werden kann. Das heißt, da braucht man natürlich einen verlässlichen Partner, der A, es versteht, was bei uns in den Köpfen ist, das also umsetzen kann in der Filmarbeit, im Schnitt, in den Bewegungen, in den Darstellungen, aber natürlich auch bis hin zum Punkt, wo man sagen muss, wir brauchen verlässliche Technik. Wir brauchen eine Plattform, die stabil ist. Denn nichts ist schlimmer, wenn der Ton Mist ist, wenn das Bild ständig abbricht, wenn die Leitung ständig abbricht, wenn die Interaktionsmöglichkeiten nicht funktionieren, sprich der Chat oder andere Tools, die man benutzt. Also wenn all diese Dinge letztendlich auf technisch wackeligen Beinen stehen, dann kann das Konzept noch so gut sein. Du brauchst einfach eine solide technische Basis. Das musst du in Einklang bringen. Und so stellen wir uns dann letztendlich die Teams zusammen. Und da passt natürlich auch immer die Chemie untereinander, klappt das, versteht man sich. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn das Zeitfenster war relativ kurz, ja, mit Entwicklung der Ideen, der Konzepte, die Vorproduktion, die gemacht werden mussten. Und am Ende des Tages hat natürlich auch der Firma Bernina vorher noch niemand so etwas gemacht. Ja. Das heißt, auch da ist natürlich da ein Fingerspitzengefühl gefragt, die Leute mitzunehmen, das Team zu begeistern. Und ich habe natürlich auch die Kommentare der Teilnehmer gesehen. Und das ist ja auch sehr interessant. Wie kam es denn wirklich beim Kunden des Kunden an? Und von daher haben wir viele, viele Dinge richtig gemacht. Und ja, wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, das Team muss von A bis Z passen, von der kreativen bis hin zur technischen Umsetzung.